Fußball 2000. Wir sind im Homburger Hof auf der Bembel-Kegelbahn und hier gibt es eine Dr. Hammer-Kegelbahn. Also, richtiger Ort, um über diese ganz vielen Themen zu sprechen. Marseille steht vor der Tür, Darmstadt wurde ausgelost, die Eintracht gewinnt souverän in Gladbach. Volle Kapelle heute. Pam, pam, dabei, dabei, Champions League, pam, pam, keine Ahnung. Fußball 2000, wir sind immer noch auf der Bembel-Kegelbahn. Und wir sind mitten in diesen Sandwich-entscheidenden Wochen bei der Eintracht. Es ist tatsächlich sehr, sehr viel los, dass man gar nicht mehr nach vorne, nach hinten und zur Seite gucken kann. Die Eintracht gewinnt 3-1 in Gladbach. Damit will ich mal anfangen. Du bist wieder dabei, du bist wieder dabei, du bist auch wieder dabei, ich bin auch wieder dabei. Wer von euch will denn anfangen, mir zu diesem, meiner Meinung nach, sehr, sehr beeindruckenden Sieg etwas zu erzählen? Der Praktikant. Naja, also wenn ich die Eintracht heute im Fernsehen sehe, dann fällt mir vor allem eines auf. Wir sind zielstrebig zum Tor, sind wir mittlerweile, was das angeht, enorm besser geworden. Also wenn wir den Ball gewinnen, geht es bei uns ratzfatz nach vorne, One-Touch-Fußball, dann sind wir schon fast immer im gegnerischen Strafraum. Und das macht einfach Spaß zuzuschauen. Muss ich tatsächlich auch sagen. Also die Eintracht war sehr, 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 sehr effizient, Patricia. Das hätte dann eigentlich dafür sorgen müssen, dass man einfach komplett entspannt diese zweite Halbzeit guckt. War es bei dir dann auch entspannt? Ehrlich gesagt, nicht komplett entspannt, weil man hatte immer noch. Wir sind immer noch die Eintracht, genau. Genau, man hat immer noch dieses Gefühl drin, sowas, wenn du. Und davor war ja, glaube ich, ein Spiel, das ging hier Leipzig 3-3 dann noch aus nach 3-0 Führung. Ich habe noch auf der Couch gesagt, auf der heimischen. Liebe Grüße an Marvin. Ich muss sagen, ich war auf der heimischen Couch einigermaßen erzürnt. Wir sind ja nicht der FC Augsburg, das wird schon schief gehen. Aber natürlich hat man so im Hinterkopf, was passiert, wenn. Das ist auch immer noch Gladbach, ne? Das ist eine gute Mannschaft, die da als Gegner auf dem Platz stand und da kann immer was passieren. Thuram vorne im Sturm, das ist kann auch ganz schnell anders gehen und dann fiel ja auch noch ein Gegentor und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn es jetzt irgendwie ins Rollen kommt und du dich irgendwie hängen lässt oder Gladbach nochmal aufdreht, aber ist zum Glück nicht passiert und auch das finde ich sehr, sehr beeindruckend, wie die Eintracht das mittlerweile auch schafft, gegen starke Gegner und generell eine Führung gut runterzuspielen. Ja. Siehst du das ähnlich, Weide? Weil das war für mich fast der wichtigere Punkt als diese spektakulären Tore in der ersten Halbzeit. Weil, dass du sagen kannst, die Eintracht hatte vielleicht auch ein bisschen Spielglück. Es waren, glaube ich, die ersten drei Chancen, die waren alle drei drin. Endlich Standardsituation. Die Eintracht, glaube ich, jetzt die erfolgreichste Standardmannschaft, nachdem ich hier vor ein paar Wochen hier rumgeschrien habe, dass ich das unbedingt haben will. Vielen Dank, dass ihr das eingelöst habt. Aber diese zweite Halbzeit war für mich dann tatsächlich so, dass ich sage, das ist das, was die Eintracht mittlerweile besser macht als vorher. Weil spektakulären Offensivfußball haben wir an der einen oder anderen Stelle schon gesehen. Aber man ist dann auch immer wieder in irgendwelche Schwierigkeiten geraten. Das war in Gladbach nicht so, obwohl du, wie du richtig gesagt hast, Gladbach schon einigermaßen eine gute Mannschaft ist. Also die ganze Woche war, fand ich beeindruckend. Also erstmal Leverkusen schlagen, dann easy im Pokal weiter, glanzlos. Und dann gewinnst du halt irgendwie in Gladbach noch 3-1. Und was ich also neben dem spektakulären Offensivfußball fast am beeindruckendsten fand, war das Spiel gegen den Ball. Weil das war in der ersten Halbzeit schon überragend. Also ich glaube, die haben. Also ich habe ein bisschen gespielt, so wie die Landgraf früher. Der Ball da vorbei, der Gegner da vorbei, aber nicht beides zusammen. Und die haben einfach, ich weiß nicht, wie viele Bälle die in der gegnerischen Hälfte gewonnen haben. Macht keinen Sinn für mich. Ich muss einhaken. Die Eintracht spielt wahrscheinlich den spektakulärsten Fußball in ihrer Vereinsgeschichte mit dem besten Kader. Und Weide denkt als allererstes an Willi Landgraf. Das liegt an meinem Alter. Ich denke halt an Willi Landgraf. Das war ein guter Fußballer. Nein, weil ich sagen will, dass die einfach unglaublich körperlich spielen. Und das vor allem also auch schon in der gegnerischen Hälfte. Sie haben ja Gladbach einfach damit platt gemacht, dass die unfassbar die Zweikämpfe sind. Schon in der Hälfte, die haben am Strafraum von denen gefühlt 90 Zweikämpfe gewonnen. Ich habe irgendeine Statistik gesehen, die haben auch 20 Mal gefoult. Also die sind mittlerweile auch da angekommen, dass sie ihr Spiel weiterentwickelt haben. Dass sie eben nicht nur diese schnelle umschalten können, sondern dass die auch wirklich in den Zweikämpfen in der Hälfte der Gladbacher unglaublich waren. Deswegen, bei mir war es so, in der Halbzeit, ich gedacht, wenn die jetzt so weiterspielen und weiter so in die Zweikämpfe gehen und das weiter so annehmen, dann war noch irgendwie Rode als Joker da, der dann nochmal irgendwas reinbringt, also diese defensive Komponente. Deswegen war ich relativ entspannt. Ich finde auch, dass die Eintracht sich extrem weiterentwickelt hat. Die ist besser als Willi Landgraf, das stimmt. Die ist Vierter, also die gehören da oben rein. Also das ist irgendwie für mich das erstaunlichste Erkenntnis, dass sie halt wirklich mit der Mannschaft sich auf, also über die Liga für die Champions League qualifizieren können. Und ich finde, der Grund, warum sie mittlerweile da oben reingehören, ist, weil für mich eine Spitzenmannschaft auszeichnet, dass sie ein Spiel bestimmt. Und die Eintracht bringt ihre Gegner meistens nur mittlerweile wieder ins Spiel durch eigene Fehler. Es ist nicht mehr so, dass wir hinten drin stehen und ausgespielt werden. Gegen Leverkusen das Tor war, weil wir geschlafen hatten. Jetzt gegen Gladbach war, weil ein Fehler von Jakic passiert ist. Und mittlerweile habe ich echt das Gefühl, wir kontrollieren und wir sind hinten viel, viel, viel sicherer und können auch hinten mittlerweile so verteidigen, dass gute Offensiven gegen uns es schwer haben.
tatsächlich auch nicht selbstverständlich bei diesen ganzen personellen Wechseln, die man da hinten hat. Du hast Jakic angesprochen, der tatsächlich jetzt der neue Hasebe zu sein scheint, mit einigen Wacklern auch noch drin, das muss man sagen. Ja. So, das kann man ihm aber auch, glaube ich, nachsehen, oder? Also, trotzdem ordentlich dafür, dass dieser Mann in, weiß nicht, 2-3 Wochen 3 Positionen mittlerweile gespielt hat, von denen nur eine, also das zentrale defensive Mittelfeld, seine Stammposition ist. So, er geht auf Rechtsverteidiger, dann geht er als Hasebe-Libero in die Mitte. Und trotzdem ist das ordentlich dafür. Natürlich, das kann man ihm nachsehen, wie ihr gesagt habt, wenn da ein paar Wackler drin sind. Klar, der wird auch von A nach B geschoben jede Woche und finde ich aber auch stark, wie er sich da reinhängt in alles. Also weißt du, es gibt dann Spieler, die sagen, das ist nicht meine Position und da habe ich nicht so viel Bock drauf. Und er nimmt es an und spielt jede Position einfach mit vollem Willen. Und das finde ich sehr, sehr stark von Jakic. Ich muss es auch sagen. Ich glaube, beide, wir hatten mal über Jakic diskutiert, dass du nicht genauso verstanden hast, warum ich ihn so sehr mag. Unter anderem deswegen, weil ich habe ihn tatsächlich auch in London am Flughafen getroffen. Und das Erste, was er zu mir sagte, war, dass er sich so unglaublich abfuckt, dass er diesen Elfmeter verschuldet hat. Also der sieht auch diese Fehler. Er macht eben nicht diesen Move, weil er hätte alle Ausreden der Welt. Zu sagen, so Leute, ich bin ein Sechser, was wollt ihr von mir? Ja. Stellt mich erst hier auf die Außenbahn, beschwert euch, dass ich Fehler mache. Jetzt kriege ich auf der Außenbahn, jetzt soll ich hier plötzlich ein Libero spielen in meinem Alter, in der Mannschaft, wo ich sowieso nicht immer die ganze Zeit Stammspieler war. Also für mich auch tatsächlich bemerkenswert, dass er das so gut macht. Ja. Aber auch sein Ersatz auf der rechten Seite soll nicht unerwähnt bleiben. Ebimba tatsächlich, so der hat schon eine geile Dynamik, muss man sagen. Also dass er da auf dieser Seite auch eine Position, die er vielleicht nicht unbedingt spielen will, weil die beide im Zentrum halt so Konkurrenten haben, an denen sie nicht vorbeikommen. Das ist schon brutal, was der da gemacht hat. Also noch ein Satz zu Jakic von mir. Ich kann verstehen, dass man ihn sehr gerne mag und ich sehe das auch nach, dass er Fehler macht. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ich hätte lieber So hinten, weil der So einfach besser, der viel bessere Fußballer ist. Aber also Jakic macht das gut, das will er jetzt gar keine große Kritik üben. Wenn er ein bisschen bessere Fußballer wäre, also Hasebe ist zum Beispiel also 3 Klassen bessere Fußballer, deswegen sind halt diese Wackler manchmal drin, aber also in der aktuellen Situation spielt er da hin, das macht er gut, Punkt. Dann kommen wir zu Ebimbe, da können wir fast schon froh sein, finde ich, oder sollte man froh sein, kann man froh sein, dass Hasebe fehlt, weil sonst wäre Ebimbe wahrscheinlich nie da rechts gelandet und das macht er ja überragend. Also warum hat er nicht schon vorher schon da gespielt? Der ist schnell, der hat Tempo, der kann flanken, der ist stark in Zweikämpfen, der hat Offensivdrang, macht Tore. Also sehr guter Rechtsverteidiger in der Fünferkette. Hat Lenz für dich sich auf der linken Position festgespielt, um das mal abzuschließen? Da frage ich mich, welche Pillen hat der Mann geschluckt? Also was hat er dem gegeben? Der, ist, der Lenz, der ist überragend. Also der gewinnt Zweikämpfe, der schlägt gute Flanken. Haben, lass mich nur. Der schlägt gute Flanken, der ist da. Man hat nicht mehr so eine Unsicherheit bei ihm, wenn man ihm zuschaut. Man glaubt nicht mehr, oh, jetzt könnte gleich irgendjemand an ihm einfach vorbeikommen. Nee, aber und jetzt verstehe ich auch mittlerweile, warum Glasner die ganze Zeit an ihm festgehalten hat, weil er in ihm das gesehen hat, was wir mittlerweile sehen. Diese Konstanz ist mittlerweile, finde ich, bei ihm gegeben. Es gibt ja Pellegrini-Fans, komischerweise. Ich würde mich dazu zählen, tatsächlich, weil ich würde jetzt hier eine Wette anbieten. Ich nicht. Ich finde auch, dass Lenz sich gemacht hat und man darf auch nicht vergessen, dass der auch mit Verletzungen zu kämpfen hat und schwer reingekommen ist. Ja. Meiner Meinung nach reichen bei ihm aber nicht die Fähigkeiten aus, dass ich absolut zufrieden bin, dass er linker Stammspieler ist. Und ich glaube, wenn Pellegrini ein bisschen mehr Frankfurt annimmt, ein bisschen mehr vielleicht auch das Training und ein bisschen mehr auf seinen Körper achtet und nicht ständig irgendwo zickt und zwackt. Ich biete hier die Wette an, dass auf Sicht Pellegrini an Lenz vorbeizieht. Da gehe ich gerne mit. Ich weiß nicht, ob ich damit gehen will. Also, welches Team würdest du da nehmen? Dein Team, Pellegrini. Das heißt, ihr beide? Ich bin definitiv Team Lenz. Ich bin auch Team Lenz. Aha. Also, okay, da brauchst du eingestellt. Dann haben wir zum ersten Mal auch die Möglichkeit, diese hier, was wir immer machen sollen für den Algorithmus. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Lenz. Team Lenz oder Team Pellegrini? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht zu 100% überzeugt. Für mich fehlt da die ein oder andere, ich weiß gar nicht genau. Ich kann ihn irgendwie nicht so genau greifen, aber ich bin froh, dass er da ist, nicht falsch verstehen. Weil tatsächlich ist es so, und die Eingangsdiskussion, die wir jetzt hier gerade gemacht haben, ist ja aufgrund deiner Aussage gewesen, dass wir defensiv so gut stehen. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Wir hatten Tuta, wo du das Gefühl hast, was beschäftigt ihn vielleicht außerhalb des Platzes, dass der Leistungsabfall so groß ist. Du hast mit Indika jemanden, der einfach liefert, liefert, liefert. Dann hast du diese ganzen Ausfälle und trotzdem diese bunt zusammengewürfelte Fünferkette dann am Ende doch. Funktioniert ja scheinbar. Super. Ich will eine Frage stellen. Wo geht es denn hin mit der Eintracht in der Bundesliga? Also, da oben ist Union Berlin noch drin. Gut, die Bayern kommen jetzt wieder ein bisschen, aber Leverkusen ist ganz unten, Gladbach ist irgendwie weit unten. Also, wenn wir was reißen wollen, dann in dieser Saison. Union Berlin wird früher oder später einknicken. Hat man gestern gegen Bochum gesehen, so Mannschaften schaffen es nicht konstant eine Saison. Noch irgendjemand hat in Bochum verloren, wir waren das nochmal. Nein, aber so Mannschaften schaffen es nicht, eine Saison lang über konstant alle Mannschaften zu schlagen. Und wenn mal in einer Saison ein Gladbach nicht das ist, was es mal war, wenn ein Leverkusen nicht das ist, was es mal war, dann
ist das unsere Zeit, finde ich. Und das zeigen wir Woche für Woche. Was willst du mir damit sagen? Unsere Zeit, um mal mindestens uns über die Liga für die internationalen Plätze zu qualifizieren. Ja, du hast, da hast du noch gut. Hast du aber jetzt eigentlich, du hast ganz oben angefangen. Dann hast du gut Schiss bekommen, weil ich angeguckt habe. Ich habe das letzte Mal gedacht, dass die jungen Leute denken, naja, die Eintracht, die ist eine gute Mannschaft, gell, hier, die werden bestimmt deutsche Meister, weil das beobachte ich auch in meinem Freundeskreis tatsächlich. Dass Leute jetzt denken, ah ja, wann, wenn nicht dieses Jahr, soll die Eintracht deutscher Meister werden? Ich lese auch Zeitungsartikel darüber. Du kannst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das nervt. Jetzt rede ich mich doch wieder auf! Weil am Ende Leute, die mit dieser Erwartungshaltung dann in die Spiele gehen, verkraften es ja dann nicht, wenn die Eintracht dann mal ein Spiel verliert, was ganz normal ist, weil sie dann diese Erwartung haben. Und da habe ich selbst in meinem Freundeskreis schon wirklich Streitereien. Also ich denke, Digga, wenn du denkst, dass die Eintracht Meister wird, dann ist es klar, dass du jedes Spiel 30 Mal enttäuscht wirst, Alter. Also, liebe Grüße, du weißt, glaube ich, wen ich meine, lieber Lossner. Nein, aber das ist ja allgemein so, das ist ja nicht nur bei ihm so. Aber alleine, dass du die Frage nämlich so stellst, deutet ja schon darauf hin. Also, ich muss hier bremsen. Ich habe letzte Woche auch aus Scheiß gesagt, dass wann bin ich jetzt Meister? Aber ich finde schon, also die ersten vier kann man angreifen. Total. In der Form, mit der Liga. Das wird sich im Winter natürlich, oder kann sich halt rückwärts alles noch ändern, aber aktuell gehören die da oben rein, finde ich. Kann man angreifen, aber ich würde nicht sagen, also ich würde es mir nicht, also mir persönlich jetzt nicht als Ziel setzen, einfach aus dem Grund, ne, dass du da nicht enttäuscht bist und so. Aber auch aus realistischen Gründen. Genau. Wenn du mal schaust, wo kommt die Eintracht her, was ist der Kader, was sind die Ziele, wie viel Personalwechsel gibt es da ständig. Erste Mal Champions League. Genau, und wenn du das alles irgendwie mit einbeziehst, und natürlich schwächeln irgendwie die Bayern, aber die kommen wieder. Dortmund schwächelt auch noch, aber wer weiß, ob die sich auch noch einkriegen. Leipzig kommt wahrscheinlich dann auch wieder, weil die einen weiteren Kader haben. Ja. Beziehungsweise dann, wenn es bei denen nicht läuft, können die sich im Winter halt, was weiß ich, irgendwie mal beim Toys R Us alle Spielzeuge kaufen, die sie haben wollen. Natürlich. Also, dann hast du schon 3 Plätze belegt da vorne von den ersten vier. Ja. Die Chance ist halt da, so, das kann man festhalten. Aber ich finde halt nicht, dass man das jetzt so als großes Ziel sehen muss und dann enttäuscht ist, wenn es nicht klappt. Also, kann man schon angreifen. Aber normalerweise ist ein Leverkusen oder ein Gladbach in den Top 6 und die werden meiner Meinung nach nicht wiederkommen. Die schaffen es nicht, diese Saison sich so zu regenerieren. Und wer soll dann sonst dort sein? Und ich finde, unsere Ansprüche müssen wir auch langsam mal ein bisschen hochschrauben. Wir haben einen Kader, wo wir nicht mehr sagen können, es reicht, wenn wir gerade so für die Euroleague qualifizieren. Das sehe ich nicht mehr so. Ja, das reicht schon. Also da ist keiner wirklich enttäuscht, wenn ich für die Euroleague qualifiziere. Ja, aber nicht gerade so. Ich finde auch, die haben Potenzial, um wirklich da oben reinzustoßen und auf Dauer. Was Gladbach vor ein paar Jahren war, wo man gedacht hat, okay, jetzt haben sie noch einen Schritt gemacht, spielen Champions League, haben gut eingekauft, haben einen guten Kader, haben noch irgendwie Geld in der Hinterhand. Jetzt haben sie Verletzungspech. Aber der Kader an sich, finde ich, ist bereit, um da oben reinzukommen. Ja. Bastian. Das sehe ich anders, muss ich sagen. Weil der Kader ist eben nicht bereit, weil der hinten in der Defensive nicht ausgegoren genug ist. Fertig, aus. Das stimmt, aber es sind ja gerade Spieler da, weil ich es nicht gedacht hätte. Also ich bin auch aber dann am Ende steht ihr dann wieder hier und seid enttäuscht, dass Jakic und Dembele auf ihnen fremde Positionen dann eben nicht konstante Leistung gebracht haben, um Vierter zu werden. Oder weil dann Tuta 2 Spiele mal nicht so gut ist und dann wird geheult, oh mein Gott, was ist mit Tuta los? Das ist ein junger Spieler. Ich würde es nochmal sagen. Team Pessimismus hier, die beiden. Nein, sag ich schon. Schreibt mir mal in die Kommentare, seid ihr Team Optimismus oder Team Pessimismus? Ich bin sehr gespannt. Ich sag mal so, wenn eine Chance da ist, sollst du versuchen, sie zu ergreifen. Aber wenn das nicht klappt, bin ich auch nicht sauer. Danke. Also ich bin sehr froh, dass Patricio heute da ist. Sehr gerne. Ich bin aber auch sehr froh, dass ich nicht vergessen habe, um das Gladbach-Spiel jetzt mal abzubinden. Auch wenn wir uns fast schon dran gewöhnt haben, weil wir haben jetzt viel über die Defensive gesprochen und viel über das Umschaltspiel, was ihr zu Recht auch angemerkt habt. Aber auch wenn man sich jetzt fast schon dran gewöhnt hat in der Offensive, man muss trotzdem noch mal sagen, Jesper Lindström ist ein anderer Jesper Lindström als letzte Saison. Kolumuani ist ein Bretter-Einkauf, meiner Meinung nach fast der beste Bundesliga-Einkauf. Und dann hast du mit Kamada und Götze noch 2 Spieler, die vielleicht jetzt nicht die Aktionen auf den ersten Blick machen, aber alleine dieser vorletzte Pass von Götze vor dem einen Tor. Ich will es einfach nur erwähnt haben, bevor jetzt wütende Kommentare kommen, weil es mir auch selber irgendwie gezeigt hat, krass, auf dem Weg hier schlage ich heute Morgen den Kicker auf. Wer sind die beiden besten Notenspieler in der Bundesliga? Kamada und? Muani. Was habt ihr denn mit Kamada? Ich sage euch eins, der ist nicht so gut, wie ihr alle denkt. Ach krass. Platz 1 und 2 bei der Eintracht. Das muss man einfach mal sagen. Und das ist eine Entwicklung, da habt ihr ja schon recht, die natürlich dann da oben reingeht. Aber die natürlich trotzdem bei einem Verein, wenn du Gladbach nämlich ansprichst, die ist auch fragil. Weil als Eintracht, da müssen sich vielleicht 2, 3 Spieler verletzen. Dann hast du eben nicht diese Breite im Kader, um das irgendwie auszugleichen. Aktuell geht das noch. Ich bin gespannt, was wir im Winter machen. Aber, um jetzt mal eine Feser-Gürsei-preiswürdige Überleitung zu finden, wir spielen halt auch noch Champions League, meine lieben Freunde. Das dürft ihr nicht vergessen, wenn dann irgendwann mal vielleicht in der Bundesliga die Körner fehlen, weil du ein unglaublich wichtiges Spiel jetzt gegen Marseille hast. Und
ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie ihr beide dieses Spiel seht. Geht ihr auch davon aus, dass die Eintracht in dieser Gruppe weiterkommen muss oder was? Nicht weiterkommen muss, aber auch morgen gegen Marseille, gerade vor dem Hintergrund, dass wir Leverkusen geschlagen haben, dass wir Gladbach geschlagen haben, dass wir souverän mittlerweile Spiele gewinnen und hinten nur die Gegner ins Spiel kommen lassen, wenn wir selber Fehler machen, bin ich der Meinung, dass man sich übermorgen gegen Marseille, am Freitag was ausrechnen kann. Ich nehme ja ein Motivationsseminar. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Ich bin gespannt bei dem Spiel. Lass mir Team Power hier mal abschließen. Da bin ich jetzt wieder ein bisschen realistischer, weil ich glaube, dass Marseille nicht so spielen wird wie Gladbach und wie Leverkusen. Also Marseille wird da nicht einfach die Tür einrennen und sagen, hier bitte, da habt ihr unsere Hälfte, spielt mal ein paar Konter. Also ich meine, dass die schlagen können, haben wir gesehen beim Hinspiel. Trotzdem glaube ich, es wird ein anderes Spiel, es wird ein ekliges Spiel. Und ich weiß, das ist der Schritt, den die Eintracht noch gehen muss, dass sie gegen Gegner, die der Eintracht wenig anbieten, die keine Räume anbieten, dass sie das auch noch schaffen, also so Gegner zu bespielen. Und den Schritt müssen sie noch gehen, das können sie beweisen. Ich glaube, dass sie das können, theoretisch, weil sie Spieler haben, wie Götze, wie Kamada, die eben genau diese Sachen können. Aber wir haben auch gesehen, Kolumani zum Beispiel gegen Tottenham, war abgemeldet, weil einfach diese Körperlichkeit ihm da noch ein bisschen fehlt. Und Marseille hat das vielleicht auch nicht auf dem Level wie Tottenham. Trotzdem wird es ein anderes Spiel, es wird ein schwierigeres Spiel. Die Eintracht, natürlich können die das gewinnen, die müssen nicht in die K.O. oder einziehen, um Gottes Willen. Wenn sie Dritter werden, wäre es, glaube ich, ein Erfolg in der Champions League. Von daher, die haben eine Chance gegen Marseille, und die haben auch eine Chance danach beim Spiel in Lissabon, aber schwierig. Bastian. Ich bin sehr, sehr beruhigt, ehrlich gesagt. Weil, hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass ihr beide sagt, also wenn die Eintracht da nicht die Gruppenphase erreicht, müssen wir den Trainer anzählen. Patricia, mit welchem Gefühl gehst du in dieses Spiel? Also ich habe in erster Linie richtig Bock drauf, weil es so es ist eine aufgeheizte Stimmung, es ist ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Beide haben was zu gewinnen, aber auch zu verlieren so ein bisschen. Vielleicht Marseille mehr als die Eintracht, je nachdem mit welcher Erwartungshaltung man da reingeht. Aber so oder so, das wird ein sehr enges Spiel, habe ich das Gefühl. Und ich will hier nochmal, weil wir ihn komplett ausgeblendet haben gegen Gladbach, ich zähle ja auf Kevin Trapp. Kevin Trapp hat ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Also hat wirklich die Dinger rausgeholt. Ich finde, Kevin Trapp hat auch wieder erneut ein richtig gutes Spiel gemacht. Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus. Das ist doch etwas, was er der Mannschaft auf jeden Fall gibt. Weil ich das zum Beispiel sehr, sehr wichtig fand gegen Gladbach, dass er da diese absolut. Richtig wichtige Paraden, den Ausgleich verhindert. Und ich glaube, es wäre ein anderes Spiel gewesen, wäre Gladbach da reingekommen. Von daher auch gegen Marseille erwarte ich, dass da Einzelspieler, die haben eine gute Offensive, die haben schnelle Spieler, dass da der ein oder andere mal vor seinem Tor auftauchen wird. Und wenn er in der Form weiterspielt, in der er gerade ist, dann rechne ich mir da schon irgendwie auch so ein Push für die Eintracht aus, dass du sagst, okay, wir liegen hier eben nicht hinten und wir kassieren nicht den Ausgleich. Und dass sich das dann irgendwie auch so überträgt auf die Offensive. Und das ist so ein kompletter Mannschaftsspirit, weil ich glaube, das ist, was die Eintracht braucht. Die Eintracht kommt über die Mannschaft. Und das wird auch gegen Marseille so funktionieren müssen. Auch wenn ich mir, da schließe ich mich weiter an, danke, das sind Mannschaften, die Spieler wie Kolumani, Lindström besser verteidigen können als manche Bundesligamannschaften. Von daher wird es schwer, aber ich freue mich drauf und ich habe richtig, richtig Bock so auf das Ganze drum und dran. Ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise, weil natürlich hat die Eintracht auch viel zu verlieren, aber ich glaube, die Eintracht hat mehr zu gewinnen, weil du hast es gesagt, es wäre nicht natürlich, wenn wir die Gruppenphase, das Achtelfinale der Champions League erreichen, Gruppenphase überstehen, aber es ist drin. Die Eintracht hat zwei Spieltage vor Schluss in dieser Gruppe einfach die Chance, sich jetzt, und das ist mein Spirit, mit dem ich in dieses Spiel gehen will, ist, du kannst dir quasi an diesem Abend, je nachdem auch, was auf dem anderen Platz passiert, ein Endspiel ums Weiterkommen in Lissabon erbeuten, sage ich mal. Und das ist ja tatsächlich nicht selbstverständlich für Eintracht Frankfurt, als zum ersten Mal spielst du Champions League. Du hast, wie gesagt, diese Probleme, die wir schon angesprochen haben, wo es vielleicht in der Defensive, an der Breite ein bisschen fehlt. Du hast auch ein bisschen Pech gehabt gegen Lissabon und so Kram. Du hast dich in diesem sehr merkwürdigen Auswärtsspiel, was mit sehr, sehr vielen Dingen aufgeladen war, in Marseille, hast du bestanden. Du hast gegen Tottenham gut mitgehalten, jetzt fast kurz vor Schluss 3-3 gemacht. Es ist ja aber nicht alles ideal gelaufen. Du hast jetzt einfach die Chance. Und es ist, was für mich wichtig ist, nach dem ersten Champions-League-Spiel, 21 Uhr. Da ist es dunkel, da ist Power drin, da ist wirklich Champions-League-Stimmung drin. Ich bin auch davon überzeugt, dass gerade nach der Geschichte mit dem Hinspiel da wirklich Feuer drauf sein wird. Also im übertragenen Sinn. Also dass die Leute Bock haben, da irgendwie rumzuschreien. Und dass das ein Spiel ist, wo ich sagen würde, ey, ganz ehrlich, es ist nice to have. So, man geht nicht mit so einer elementaren Geschichte da rein, auch nicht vielleicht mit der ersten Nervosität wegen Sporting. Weil das ist so dieses Bild, was ich momentan trotzdem auch bei der Eintracht in der Champions League im Kopf habe. Da kommst du dann halt in ein fremdes Schwimmbad und da sind dann halt noch schon mal andere Leute, die ein bisschen abgewichster sind. Das war ja gegen Sporting so. Die waren ja nicht unbedingt besser, aber die waren erfahrener.
Und Marseille ist das vielleicht auf internationalem Terrain auch. Aber wenn man sich die Liga in Frankreich anguckt, die letzten, ich glaube, von den letzten 4 Spielen haben die 3 verloren. Die haben jetzt auch gegen Lens, glaube ich, 0-1 zu Hause verloren. Also die sind jetzt nicht komplett... wahrscheinlich war es niemals. Lens ist das, was man aus dem alten Manager-Spielen so kennt. Oder vielleicht Le Havre. Ich weiß es nicht ganz genau. Nein, was ich sagen will ist, die Eintracht muss genau mit dem Spiel reingehen, wie du es gesagt hast, Bock haben und keine Angst. Weil am Ende, vor was sollt ihr Angst haben? Dass wir da, meine Güte, wenn wir da jetzt verlieren, dann haben wir vielleicht das Endspiel um Platz 3 in Lissabon. Meiner Meinung nach kann man auch in Lissabon irgendwie was holen, um dann weiterzukommen. Das werden auf jeden Fall knackige Wochen, oder? Weil es ist ja damit nicht getan. Du hast ja nach Marseille dann direkt Borussia Dortmund, die ja merkwürdigerweise unser Tabellennachbar unter uns sind. Also du hast es angesprochen, man kann morgen, übermorgen deutlich ich mehr... Ich kann morgen im Stadion stehen. Hallo? mehr gewinnen, als dass man irgendwas verlieren kann. Und gerade das, dass wir dann auch noch die Fans im Rücken haben, Patrizia hat es angesprochen, und dieses 21-Uhr-Spiel, Und diese Stimmung, die wir generell ja immer haben, wenn es um international rangeht. Ich glaube, dass morgen einfach ein Tag wird, worüber wir uns freuen könnten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber freuen könnten. Übermorgen. Ich habe immer die Kommentare, wann ihr ins Stadion geht, morgen oder übermorgen. Ja, ob ihr auch schon morgen schon da seid und wer dann da vielleicht spielt. Wenn ihr ein Ticket habt, schreibt mir eine persönliche Nachricht. Danke. Tatsächlich? Ja. Jetzt erfüllen wir hier noch eine Aufgabe, die von unserem Chef und Freund und Produzenten Jan Vogel uns aufgetragen wurde. Er wollte unbedingt, dass wir auch noch über die Pokalauslosung sprechen. So, Darmstadt, herzlichen Glückwunsch. Toll ist los. Ist was los bestimmt im Waldstadion. Ja, ist dann halt im Februar aber auch. Ja, es ist im Februar wahrscheinlich oder hier 31. Januar. Das habe ich nicht genau verstanden. Was ist das für eine Geschichte? Ich weiß es dass nicht. Dass es so gesplittet ist? Also es kann entweder am 31. Februar oder am 7. Februar sein. 31. Januar. Ist das so? Ja, tatsächlich. Aber also ist das nicht auch, dass das immer in so 2 Wochen oder so gespielt wird? Das ist die erste, keine Ahnung. Aber irgendwie, also scheinbar haben sie sich noch nicht festgelegt. Schreibt mal in die Kommentare, wann Nikan ins Stadion geht. Was für Nikan das Spiel ist. Nikan bringt so alternative Spielpläne raus. Ich bin am Morgen schon da. Ja, wie gesagt, habt ihr Gedanken? Das ist im Endeffekt, lasst mal ein Like da für dieses Pokal los. Also, ja, es hätte uns natürlich schlimmer treffen können, ich glaube, das muss man sagen. Also erstmal ist es natürlich, also ist natürlich geil, mal wieder ein Derby gegen Darmstadt zu haben, finde ich. Ich war sogar am Bölle gegen Gladbach aus beruflichen Gründen. Das ist eine gute Mannschaft, komischerweise, wo man auch den Kader denkt, er ist schlechter als letzte Saison. Ich kenne mich mit Darmstadt aus. So ist es. Kader ist schlechter als letzte Saison. Trotzdem spielen die einen unglaublich unangenehmen Fußball. Die sind gut drauf. Vielleicht werden sie in Winterpause noch mal personell nachlegen. Ich glaube, da können wir uns auf ein gutes Spiel freuen. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Rasen. Ich bin gespannt, was da passiert. Ich glaube, es ist nicht so leicht, wie man jetzt denkt. Die sind Tabellenführer in der 2. Bundesliga. Es hätte leichter Lose gegeben. Ist auch eine Mannschaft, wo die Eintracht sich traditionell wieder schwer tun könnte. Ne? Also die können verteidigen, die sind eklig. Das ist halt so, das kommt jetzt der Eintracht mit ihrem mittlerweile fortgeschrittenen Spielstil nicht so wirklich entgegen. Das hat man ja auch in der Bundesliga gesehen. Ja, ich bin gespannt, aber ich habe so aus Fansicht habe ich richtig Bock drauf. Also ist ein ganz geiles Los, muss ich sagen. Und ich habe mir so gedacht, ja, das kann man mal wieder machen. Ist auch mal schön. Also generell fand ich die Auslosung. Also wenn man das, ich hätte so legen können, wäre die ganzen Paar fast genauso gekommen. Warum ich vielleicht auch nicht so gehypt bin, ist natürlich, weil das andere Spiel Leipzig gegen Hoffenheim natürlich alles überdeckt. Ja. Also da muss man sagen, das hat Oliver Bierhoff, also wow. Also besser hätte es nicht kommen können. Ich glaube, das sind beide Fernsehspiele. Da musst du vielleicht wirklich früher ins Stadion gehen, weil ansonsten kommst du da nicht mehr rein. Nein, aber ihr habt natürlich recht. Darmstadt ist ein schönes Los, dann Gott sei Dank zu Hause, damit du dann nicht irgendwie auswärts irgendwie baden gehen kannst. Die werden viele Fans mitbringen, es wird Druck drauf sein. Aber alles, was man jetzt zu diesem Spiel sagt, könnte tatsächlich auch im Main noch lange wegschwimmen, weil da fließt noch viel Wasser den Main entlang, bis dieses Spiel stattfindet. Und es werden noch viele, viele Dinge passieren. Ich glaube, für diese Phrase habe ich mir verdient, hier nochmal so ein bisschen hier zu kegeln. Aber ich glaube, Darmstadt kann man durchaus rauskegeln. Das darfst du jetzt machen. Aber wo kommt jetzt der Hut drauf? Müssen wir mal gucken. Vielleicht doppelt hier, liebe Katarler. Das wird ein Special-Auftrag bei Minute 33. Wenn du jetzt mindestens 4 abräumst, wird die Eintracht 4. Walla! Ich kann doch nicht mit Druck umgehen, Alter. Los. Ja, lassen wir 10. 4! Sehr gut. Ein gutes Pferd springt und so weiter, ne? Sehr gut, haben wir es doch. Besser kann man nicht aufhören. Auf die Eintracht. In diesem Sinne, tschüss. Regenrinne.
Also ihr habt es gehört, ein Highlight steht an gegen Marseille, aber auch am Wochenende gab es ein Highlight und zwar gegen Borussia Mönchengladbach und die Highlights hat dieser junge Mann kommentiert, zusammen mit Weide. Also hier klicken, damit ihr die Highlights nochmal seht gegen Gladbach und dann steht auch schon, wie gesagt, das neue Highlight gegen Marseille an. Ja, macht das auf jeden Fall. Bis dann.